Rekordbeschäftigung und wenig neue Schulden. Eine positive Prognose ist es, die die EU-Kommission für das laufende Jahr herausgegeben hat. Zum ersten Mal bleiben voraussichtlich alle Euro-Mitgliedsländer bei der Neuverschuldung unter 3%. Eigentlich ist das nach den Maastricht-Kriterien Pflicht. Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone und der EU hat 2017 ein 10-Jahres-Hoch erreicht. Es war das erste Mal seit einem Jahrzehnt, dass die Wirtschaft aller EU-Mitgliedstaaten gewachsen ist. Tatsächlich soll es auch noch aufwärts gehen, wie die Zahlen des EU-Kommissars zeigen. Die Wirtschaft soll um 2,3% wachsen. Mehr Wirtschaft, das heißt für die Analysten auch mehr Arbeitsplätze. Die Arbeitslosigkeit soll auf rund 7% zurückgehen. Trotz der positiven Entwicklung ist hier noch viel Potenzial. Die Spanne reicht von 2,2% Arbeitslosen in der Tschechischen Republik bis ins kriselnde Griechenland mit mehr als 20% Arbeitslosen. Bei den Jugendlichen sieht es EU-weit nicht so gut aus. Von ihnen gelten immer noch mehr als 15% als arbeitslos. Mehr Arbeit und höhere Löhne fördern aber auch die Inflation. Sie soll EU-weit leicht ansteigen, auf rund 1,7%. So gut die Zahlen insgesamt klingen, sie geben Anlass zur Vorsicht. Das Wachstum, so zeichnet sich ab, verlangsamt sich. Auch im kommenden Jahr soll es noch einmal zurückgehen. Dennoch bleibt die Prognose für 2019 positiv. In ihre Berechnungen bezieht die EU-Kommission übrigens auch noch den EU-Aussteiger Großbritannien mit ein, um die langfristige Vergleichbarkeit zu gewährleisten.